Danke, Sandra. Herzlich willkommen zu Hause im Rekur TV, im Fernsehen, im Internetfernsehen zu einer neuen Gesprächsrunde 100% Bonner. Heute ist als Gast Franz Semper hier. Er ist Jahrgang 1997. Bei Männern darf man das noch mit dazu sagen. 1,90 Meter groß und 87 Kilogramm schwer. Ist Schüler am Sportgymnasium Leipzig und er spielt Handball und das sehr gut. Unter anderem beim SCD HFK Leipzig und auch in der Junioren-Nationalmannschaft. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Ja. Momentan läuft ja Deutschland irgendwie im Fußballmodus, das ist die Fußball-WM, alle gucken nur auf die 11 Mann, die Fußball spielen. Warum wolltest du Handball spielen? Ja, ich sag mal so, ich war von Anfang an immer dabei in der Halle durch meinen Vati und ja, da bin ich aufgewachsen, hab den Ball immer in die linke Hand bekommen und so ist man dann Stück für Stück aufgestiegen. Du hast gesagt, linke Hand, du bist Linkshänder, was ja beim Handball sehr wichtig ist. Wann hast du jetzt angefangen wirklich mit dem aktiven Handballspiel, dass es mehr ist, als so mal einen Ball hin und her werfen oder mal aufs Tor zu werfen? Ich glaube, das hat so richtig angefangen vor 7, 8 Jahren, wo dann so ein bisschen in der D-Jugend hat man angefangen und dann ja, ging es weiter hoch in die C-Jugend. Da waren wir dann hier mit Bonner Bezirksmeister und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt mit Leipzig. Da habe ich dann ein Zweitspielrecht bekommen und dann bin ich direkt nach Leipzig gegangen. Ja. Du bist ja momentan Bundesligaspieler. Ich habe auch im Internet gelesen, dass du da auch ein sehr guter Spieler bist, auch viele Tore schießt. Wann hast du gemerkt, dass du besser spielst als andere? Ja, also vielleicht bekommt man dann auch selber das mit durch gewisse Auszeichnungen dann irgendwie bester Spieler bei irgendeinem Turnier. Aber ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Man kann halt nicht so genau den Zeitpunkt sagen. Oder wie merkt man das? Also kommt dann so eine Art Talentsichter und schaut sich an, wie ihr spielt und meint, der Kleine ist ganz gut oder der Große in deinem Fall? Oder muss man sich irgendwo bewerben? Ja, also ich habe mich dann auf der Sportschule beworben. Also muss man dann so ein sportlichen Test machen, was man dann ja schaffen muss, so gewisse Klimmzüge oder Krafttests, Athletiktests, aber das war jetzt alles nicht so das Problem und ja. In welchen Vereinen hast du bislang mitgespielt? Das war ganz am Anfang hier in Bonner, der Einheit Bonner, dann hat sich der BHV 09 gegründet, das war dann halt hier der Verein. Dann kurzzeitig bei FVB, da hatte ich das Zweitspielrecht in der C-Jugend, glaube ich, oder B-Jugend. Und ja, seitdem gab es dann nochmal so einen Zusammenschluss zwischen drei Vereinen in Leipzig bei der Handballakademie. Und das hat dann aber der DFK übernommen, die Akademie, und seitdem bei DFK. Jetzt spielst du da ja in der sozusagen besten DHFK-Mannschaft, die es gibt. Also ja. Sozusagen erste Mannschaft und Bundesliga. Wie muss man sich vorstellen, innerhalb so eines Vereins den Aufstieg? Also ist es jetzt eher, dass du da mal als Ersatz, weil jemand verletzt war oder krank war, mitspielen durftest, oder wirst du richtig in den Stammkader gleich mit aufgenommen? Ja, also es hat letztes Jahr angefangen, da ist jemand weggegangen auf meiner Position und da haben sie gesagt, sie ziehen einen aus der Jugend mit hoch in die erste Mannschaft. Ja, und da habe ich da die Vorbereitung mitgemacht und habe dann selber gemerkt, dass man dann natürlich körperlich ganz schön zunimmt und auch immer mehr Spielanteile bekommt und das ist dann schon auch wie die Frage vor uns, wo man merkt, dass man dann immer besser wird und ja, da habe ich vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass der weggegangen ist und dadurch bin ich in die zweite Bundesliga reingekommen. Dann haben wir gleich in dem Jahr den Aufstieg geschafft, wo ich am Ende der Saison eigentlich fast Stamm gespielt habe und ja. Die Bild-Zeitung hat dich mal als Supertalent des Handballs bezeichnet. Ich habe mich in Vorbereitung auch auf das Interview mal mit verschiedenen Zeitungen befasst. Es ist in vielen Zeitungen über dich was zu lesen, auch unter anderem durch die bevorstehende Europameisterschaft, die ja nun bald in Dänemark ansteht. Seit wann weißt du, dass du da mitspielen darfst, mit hinfahren darfst? Ja, also grundsätzlich wird der Kader immer erst davor bekannt gegeben. Jetzt um die Zeit sind die ganzen Vorbereitungslehrgänge und da wird sicherlich immer noch mal geguckt,
nach 2, 3 Spielern und da ist man dann vielleicht mal nach dem Lehrgang nicht dabei. Und der Kader wird dann kurz davor bekannt gegeben, aber ja, es ist schon etwas abzusehen, was so die Stammposition, also den Stammkader angeht. Wie läuft so eine Vorbereitung ab? Du hast jetzt von Lehrgängen gesprochen. Was macht ihr da so? Ja, also auf den Nationalmannschaftslehrgängen sind es auch jetzt in der Zeit, weil jetzt ist die Saison vorbei bei den Vereinen und da ist meistens frei, dass man sich athletisch fit hält, hat man dann, weiß nicht, dreimal am Tag Training und einmal davon wird immer Athletik sein, also einmal Laufen oder Kraft und die anderen werden dann ja, Taktiktrainingseinheiten sein, wo man sich dann mit den anderen Spielern abstimmt, gewisse Laufwege und weil man hat ja selber nicht mit den anderen noch nicht zusammengespielt, das ist ja nicht wie im Verein, wo man dann tagtäglich zusammen trainiert und das ist dann halt nur auf den Lehrgängen und ja. Und schafft man das dann wirklich auch in so kurzer Zeit, diese Spieler aus verschiedenen Vereinen, wie du gesagt hast, ihr kennt euch ja nicht und habt ja noch nie so wirklich Training miteinander gemacht, wie das jetzt im Verein vielleicht der Fall wäre. Wie muss man sich das vorstellen, jetzt als Außenstehender, dass dann innerhalb von kurzer Zeit so eine Mannschaft in eine Form gebracht wird, dass sie wirklich auch um den Turniersieg mitspielen können? Also ich sag mal, man kennt sich jetzt schon ein bisschen durch verschiedene Spiele gegeneinander und hat, ich glaube, das mit der Nationalmannschaft geht seit 1, 2 Jahren und da hat man hier und da immer mal jemanden kennengelernt, man war immer mal wieder mit jemand anders auf dem Zimmer und dadurch, ja, wenn man sich wieder sieht, hat man viel zu quatschen, mal, ja, und so wird man dann ganz schnell eine Truppe und dann teilweise machen wir auch Teambuildingsmaßnahmen, wo letztes Jahr haben wir zum Beispiel mal so, hatten wir Lehrgang und dann sind wir einen Tag gefahren zu einem Turnier. Und dazwischen hatten wir Fußballgolf gespielt, als Mannschaft so ein bisschen gegeneinander, also einfach als Teambuilding, dass man den anderen halt auch noch außerhalb vom Spielfeld ein bisschen näher kennenlernt und das ist halt das, was es ausmacht, so ein Team. Und seht ihr euch dann eher so als auch, Konkurrent ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ihr spielt in der Nationalmannschaft zusammen und zieht an einem Strang. Und jetzt kann es ja passieren, dass ihr mit denselben Personen in der nächsten Saison wieder gegeneinander spielt und Gegner seid. Ja. Wie funktioniert das? Ja, ich sage mal so, man trifft sich dann natürlich vom Spiel, freut sich, dass man aus der anderen Mannschaft, die man kennt, und ja, hat da kurz jemanden zum Quatschen. Und bei der Nationalmannschaft ist dann so halt der Konkurrenzkampf, aber das ist ja jetzt auch nichts Schlechtes. Dadurch entwickelt man sich vielleicht viel schneller und viel besser und ja, freut man sich dann immer mal auch wieder mit anderen zu trainieren und nicht immer nur mit denselben. Du hast schon gesagt, dass du erst auf der Sportmittelschule warst, mittlerweile bist du auf dem Sportgymnasium Leipzig, machst dein Abitur. In der Schule ist ja nun alles auf Sport ausgerichtet, auch durch den ganzen Tagesablauf, durch Blöcke, wo Trainingseinheiten freigehalten werden. Wie muss man sich deinen Tagesablauf vorstellen? Also gibt es noch was anderes außer Schule, Essen, Schlafen und Handball? Ja, kaum. Also früh ist halt immer gleich Training, früh um 8 oder 9. Variiert manchmal, je nachdem, ob es jetzt Lauf ist oder Kraft, wie man da die Zeiten bekomme. Und dann geht es in die Schule, dann ist Mittagspause, dann ist nochmal Schule. Und dann habe ich vielleicht mal 2 Stunden zu Hause, dann ist nachmittags Abendstraining. Ja, und dann ist man meistens so 21 Uhr, 21.30 Uhr zu Hause. Und dann macht man sich noch was zu essen und kommt vielleicht noch ein bisschen runter auf der Couch oder vom Fernseher. Und dann geht dasselbe wieder von vorne los. Welche Hobbys hast du noch oder hast du überhaupt noch was anderes außer Handball? Ja, also wenn man Zeit hat, dann jetzt im Sommer vielleicht ein bisschen braun werden, ins Freibad legen, ein bisschen noch die frische Luft genießen, weil sonst ist man immer in der Halle. Ja, sonst bleibt nicht viel. Man geht dann auch mal, wenn jetzt mal frei ist, doch mal ein bisschen weg irgendwie und genießt auch mal die freie Zeit und ja, viel bleibt nicht. Aber musst du dann immer auch so denken, dass du dann wieder irgendwann ein Spiel hast und vielleicht doch nicht so alles essen darfst oder trinken darfst, was du möchtest? Ich sag mal so, da sind wir beim Handball noch gut. Also da brauchen wir jetzt nicht so drauf achten, dass man jetzt eine Woche vor dem Spiel abnimmt oder so, wie das vielleicht bei Judokas oder Ringern ist. Die sitzen dann manchmal in der Schule und müssen unbedingt ihr Kampfgewicht erreichen und trinken nur noch Wasser, essen eine Woche lang nichts. Und da ist das schon in der Hinsicht entspannter, aber natürlich sollte man jetzt nicht vor dem Spiel eine Stunde einen Döner essen oder so. Wenn wir jetzt in deine Zukunft mal blicken, wie sieht es denn aus, was deine
sportliche Zukunft angeht und deine, ich sag mal, berufliche Zukunft nach dem Abitur. Gucken wir vielleicht erstmal auf den Sport. Wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Ja, ich habe nächstes Jahr noch ein Zweitspielrecht bekommen für die zweite Bundesliga, weil auf meiner Position noch ein gestandener Spieler gekommen ist. Und da wird sich erst abzeichnen im Laufe der Saison, wie viele Einsatzzeiten ich bekomme in der ersten Bundesliga. Wenn ich da weniger bekommen sollte, dann werde ich zu dem Zweitligaverein da gehen und immer mal Spielzeiten bekommen. Aber der Schwerpunkt liegt schon noch in Leipzig. Was heißt Zweitspielrecht? Dass ich spielberechtigt bin für einen zweiten Verein. Welcher wäre das? Dessau. Also du würdest in der ersten Bundesliga sozusagen stammen bei die AFK spielen? Nee, nicht stammen. Also ich oder dein erster Verein, also dieses, genau, der erste Verein, oder wie man es nennt. Ja, genau, das ist der erste Verein, da habe ich den Vertrag. Und dann wäre ich ausgeliehen sozusagen nach Andessau, wenn ich jetzt zum Beispiel nur 5 Minuten gespielt habe. Und ja, ich brauche Spielpraxis als junger Spieler und die hole ich mir dann halt in der zweiten Bundesliga. Aber ist das begrenzt von der Einsatzzeit her oder will dein Verein unbedingt, dass du noch relativ mit auf guten Partien spielst? Ja, also der Verein will halt, dass ich, und ich selber will das auch, viel spielen, weil man sich gerade in der ersten, zweiten Bundesliga in den Spielen weiterentwickelt. Man braucht die Spielerfahrung und ja, das bringt mir dann nichts, in Leipzig auf der Bank zu versauern in der ersten Bundesliga. Und ja, aber der Trainer hat auch gesagt, dass ich mich über Leistung immer anbiegen kann und der Beste spielt. Und das kann auch sein, dass ich dann wieder in der zweiten Hälfte nach der Hinrunde wieder bei DFK spiele oder mehr. Und wenn wir deine berufliche Zukunft angucken, was hast du da vor? Ja, ich mache jetzt erstmal das Abi fertig. Hat ja alles sich so ein bisschen in die Länge gezogen, weil ich kompletten Fokus auf den Sport gezogen habe. Habe gestreckt auf der Mittelschule, ich habe gestreckt auf dem Gymnasium jetzt. Und danach habe ich vor, Lehramt zu studieren. Ist wahrscheinlich Sport und dann noch sowas wie GRW oder Geografie dazu. Klingt spannend. Auch, dass das sozusagen auch mit dem Sport weitergeht. Ja. Dann in den Beruf rein. Aber du siehst dann nicht deine Zukunft als Profisportler irgendwie bei einem Handballverein? Ja, doch schon, aber es ist ja jetzt nicht wie beim Fußball, dass man Fußball spielt und dann ausgesorgt hat fürs Leben. So ist es nicht. Man braucht halt nach dem Handball noch was zu tun und muss Geld verdienen. Und ja, deswegen währenddessen noch ein Studium, das kann man dann auch noch strecken, dass es angepasst ist und dass ich, wenn ich fertig bin, dann am besten gleich, also Handball spielen drüber, weiß ich nicht, 30, bis man 30 ist, 32 vielleicht, je nachdem wie man mit Verletzungen durchkommt und danach ist wieder arbeiten, ja. Wenn du jetzt mal deine vielen Turniere und Spiele so mal Revue passieren lässt, was war denn der bislang schönste Moment in deiner Handballkarriere? Ich glaube, da gibt es viele. Also letztes Jahr der Aufstieg von der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga, das war Wahnsinn mit so einer jungen Truppe und unfassbar geilen Mannschaft. Und ja, letztes Jahr sind wir in der A-Jugend Deutsche Meister geworden, dieses Jahr wieder. Das sind alles solche Sachen. Wir haben den Klassenerhalt geschafft und ja, das ist Wahnsinn. Es gibt einige Momente. Gut. Wann geht's los nächstes Jahr? Hast du schon den ersten Spieltermin? Ich glaube immer das erste Septemberwochenende oder so ist dann. Gut. Also dann kannst du über den Sommer lange trainieren. Ja. Wir sind auch schon am Ende angekommen. Es war sehr interessant. Danke, dass du hier warst. Ihnen am Fernsehen, am Internet, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir müssen Sandra noch ihren Ball wiedergeben, aber das machst du mal als Profi.